So, er will nochmal die Nase putzen. Ich komme aus der Dunkelkammer. Ja, ihr habt es im Titel schon gelesen, worum es geht. Um die beiden Bühnen hier. Die wirklich handlich kleinen Dinger hier. Wir sind damit in der Anlage gewesen, werden ja das auch gleich nochmal ja mit euch zusammen wiederholen. Aber erstmal wollen wir euch jetzt mal erzählen, was finden wir gut an der Bühne, was stört uns so ein wenig, was könnte man verbessern. Und ich würde sagen, Papa fängt jetzt einfach mal an, was alles positiv ist und was gut ist. Grundsätzlich haben wir die mit Sven ja ordentlich vorgestellt. Was mich und ich bestätigen können, ist, dass die Bühnen beide sehr stabil gebaut sind, dass das ordentlich ist, eine gute Verarbeitung. Qualitativ auch hochwertig. Was mir beim Schneiden, wir haben ja jetzt einen halben Tag mit dieser Bühne mal geschnitten, letzte Woche. Was mir gut gefällt, das war eine ältere Red Prince Anlage, wo nicht jeder Baum ganz gerade ist. Und wenn du dann mal eben ein bisschen rein musst, weil ich mache das immer gerne schön dicht am Baum, kannst du ihn mal eben reinholen, das kannst du dann mit dem Fuß machen. Das ist eine schöne Sache. Wo wir dann zukommen ist, wenn du jetzt richtig moderne Anlagen hast, so wie wir die pflanzen, und die sind richtig gerade, dann ist das okay, wenn ich mir das so einstelle und er fährt da am längsten. Aber wenn ich das öfter verstellen muss, würden wir uns gerne wünschen, dass wir auch hydraulisch, so wie diese beiden hoch und runter, da schön sitzen. Dass du auch die Seitenausschiebung hast, ne? Ja. Und wo du gerade schon bei dem Punkt bist, die Bedienung, das würden wir uns auch wünschen, wenn man die Option hätte. Du bist ja meistens ganz ausgefahren mit der Bühne und da musst du immer so 2-3 Schritte machen, dass du zur Bedienung hinkommst. Ja. Wenn die mit an deinem Arbeitsplatz ist und sich mit verstellt. Das wäre eine schöne Option, dass auf beiden Seiten die Bedienung ist. Lenkung, hoch, runter, neigen, dass du alles hast. Michi, dass sich das jeder einstellen kann. Wo du das jetzt sagst, wäre das natürlich schön, wenn wir dieses Kabel ein bisschen länger wählen. Und wir hätten hier eine Schiebeeinheit, dass du das bis hier mitnehmen kannst. Theoretisch ist es auch so, es müsste nur einer die Fahrt und Lenkung haben, aber schön ist, wenn es gleich auf beiden Seiten ist, ne? Wenn du jetzt mal da stehst, alleine oder so. Dass du es eben variieren kannst. Ja, das könnte man auch übernehmen kannst. Ja. Ne? So, und dann, was ich gut finde mit dem Dreipunktbock hier hinten, das kann man sich ja sicherlich sehr gut vorstellen. Du hängst sie im Träger ein und kannst die ganze Bühne ausheben. Ja, wir haben sie neulich mal leer gefahren und dann sagte mich hier auch, Mensch, wie ist das denn jetzt? Wenn du gar nichts mehr machen kannst, kriegst du den Bügel nicht noch raus. Aber da haben die ja auch Köpfchen gehabt beim Bauen. Du kannst die Bolzen rausziehen, kannst den Bock auch noch rausholen, kannst ihn wieder aufbauen. Ja. Es ist überhaupt kein Problem und du kannst deinen Schlepper, du kannst ja jeden Schlepper vorhängen und das eben aus der Anlage rausholen. Was hier noch so, das sagte Sven auch schon, der Notaus, der sitzt ein bisschen fehl am Platz, kann man so sagen, weil wenn du aufsteigst, kommst du da mit dem Fuß gegen und dann ist gleich Notaus. Ja. Den könnte man noch ein bisschen geschützter oder irgendwie an einer anderen Stelle platzieren. Ja, du musst ein bisschen geschwungener aufsteigen, ne? Das könnte man auch. Also das ist jetzt ja nicht richtig negativ gemeint, aber das sind so Verbesserungsvorschläge, was mir natürlich sehr gut gefällt, ist die ganzen Funktionen, auch wenn ich jetzt mal leise bin eben dabei. Es geht vernünftig, normal. Ja, wie die Hydraulik einfach anläuft, das ist gut gemacht. Das ist nicht ruckartig, das ist nicht so... Oder dies hier, die Neigungsverstellung. Ja. Und das ist ein richtig geiler Pluspunkt, dieses leise Arbeiten, das macht in der Anlage einfach richtig Spaß, ne? Ich sag, das macht richtig Laune. Was natürlich unsere Kollegen im Süden mehr brauchen, ist ja, wenn du jetzt am Hang arbeitest, dann musst du ja auch dies haben, ne? Ja. Wenn du gerade stehen willst. Ja, und wenn für die, die gefragt haben, was ist, wenn ich jetzt ganz oben bin und mein Akku ist leer, dann hast du hier an der Seite diese Stufen hier. Ja. Und das ist dein Notausstieg. Da kannst du dich runterhangeln. Ja. Hier hast du ja das Geländer, kannst du dich festhalten. Aber das, muss ich jetzt nicht vorführen. Ne? Nee, ich habe das neulich mal ausprobiert, es geht auch. Ja. Also man kommt da runter. Ja, du hast Grip, ne? Ja. Kommst da vernünftig runter. Ist so. Ja, und im Apfelhof jetzt gerade bei diesen Witterungslagen, da hast du neulich schon mal über gesprochen, dann brauchen wir doch noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Ja, das könnte man jetzt wählen, Michael, indem man etwas größere Reifen aufmacht. Vielleicht müssen die dann noch breiter sein, damit das nicht so ganz so doll kippelt, weil umso höher du kommst, der Schwerpunkt verändert sich dann ja auch. Schön wäre ja auch hier die Option, was du jetzt gerade ansprichst. Wir können hier auch eine Kette raufmachen, ne? Ja, das wäre auch geil. Es sind beide zwei gleich große, vier gleich große Räder, also da spricht überhaupt nichts dagegen, ne? Wenn du also natürlich jetzt im Trockenen fährst, dann ist das vollkommen ausreichend, ne? Ja. Aber wenn du in den nassen Verhältnissen, so wie jetzt fährst, dann kannst du dich damit festfahren, weil sie sich selbst dann beim Lenken eingehebt. Aber das ist jetzt so, ja, wie soll man das sagen, hier, wenn du da jetzt auf dem Beton mitfährst oder in Gewächshäuser mitfährst, ist das eine super Sache, ne? Super Sache. Also gerade in Gewächshäusern hier, von wegen keine Abgase und dies,
Also ist das schon, wenn du jetzt da oben irgendwie, weiß der Geier, Tomaten anbinden sollst oder Paprika, ja, ist das eine tolle Sache. Ne? Und vielleicht gibt es ja auch noch mal eine andere Version, speziell für den Obstbau noch mehr ausgelegt, dass du diese Feinheiten, was wir angesprochen haben, noch überarbeitest, so wie du eben sagtest, mit einer Kette oder so. Das läuft ja einfach noch mal noch geiler über, ja, gerade bei Löchern oder, ja, so. Was hier natürlich toll diese ist. Diese hat das ja auch schon. Diese läuft auch sogar besser über mit den Zwillingsrädern. Ne? Ja, das kannst du merken. Das kannst du. Ja. Was ich mir hier eben eingefallen ist, wenn du natürlich jetzt... Warte mal eben, ich muss auf der Seite, es ist sonst so dunkel. Was mir eben eingefallen ist hier, ist, wenn du jetzt natürlich, das haben wir ja bei einer Akkuschere auch oder so, oder bei anderen Geräten oder bei einer Akkuflex, da haben wir auch mehrere Akkus, ne? Wenn du jetzt hier deine Batterien morgens eben mitnimmst, ne? Und sie muss wirklich in der Anlage bleiben, du willst sie nicht mit nach Hause, ja, nehmen, dann kannst du deine Batterien auch eben reinsetzen, ne? Ganz genau. Das geht ja ratzfatz, die da eben rausnehmen, ne? Da kommst du wirklich gut ran und wie gesagt, 14 Stunden kannst du damit arbeiten, wenn du jetzt natürlich nicht durchgehend hoch und runter machst. Ja. Das ist ganz klar, aber so... Wenn wir haben dann einen halben Tag mitgearbeitet und da war der Akku noch locker über halb voll, von der Arbeitszeit her, ja, wie gesagt. Das ist ja so wie mit dem Schlepper, wenn der leicht überläuft oder die Bühne und du hast im Sommer, wenn du Pflegearbeiten machst und das drückt nicht doll ein, brauchst du ja lange nicht so viel Energie, der Rollwiderstand ist ja nicht so hoch. Nein. Also für uns wäre die Bühne gut, wenn sie ein anderes Fahrwerk kriegt, was in nassen Situationen besser überläuft, hydraulische Verstellung. Die Seitenverstellung, ja. Die Bedienung immer am Arbeitsplatz, die mitgeht. Ja, würde ich oben so einen Träger, dass du die rüberschieben, ja, kannst, fixieren und kannst. Dann alles andere kann man wirklich sagen, ist gut verarbeitet. Stabil. Wirklich richtig hochwertig verarbeitet. Aber was man dann wieder sagen muss, ist für unseren Betrieb, wir haben, das wisst ihr alle, den Pluco-Truck und das ist ein Allrounder. Da haben wir die Pflücktechnik dran und diese Bühne könnten wir jetzt eher nur zum Schneiden einsetzen, weil das Pflücken, das würde immer der Pluco-Truck machen und wir bräuchten in unserem Betrieb nie eine zweite Bühne, also bei der Größe. Nee, und nee. Dadurch fällt das bei uns schon mal raus, aber es gibt ja auch Betriebe, die suchen irgendwas zum Schneiden oder die suchen eine Bühne. Ja, oder haben einen anderen Aufgabenbereich, genau, müssen irgendwo hinfahren. Kehrstecher zu machen oder, ja, oder sonst was. Ne? Also du hast natürlich den Vorteil, hast du jetzt so einen normalen Autoanhänger, die Bühnen sind nicht schwer, du kannst sie so aufladen. Ja. Wenn du irgendwo hin musst oder bist eine Werbefirma und musst irgendwo Plakate ranmachen oder irgendwas. Ja, das ist ja nicht nur im Obstbau. Das, ne, ist ja nicht nur Obstbau, es ist ja so vielfältig, wo eine Bühne standsicher eingesetzt werden kann. Und dieses leise Arbeiten nochmal, das würde das ich mir bei vielen anderen Geräten auch wünschen. Das macht richtig Laune. Das schnüffelt du hörst nix. Sie ja, wir können ja mal eben einmal, kommst du ran da am Joystick, die fährt dann los. Jetzt hörst du die Reifen nur auf dem Beton, aber sonst hörst du hier gar nichts. Und wenn, das könnt ihr euch vorstellen in der Anlage, das macht richtig Laune. Du kannst einfach so, du hörst jeden Vogel singen, kannst du so sagen. Ne? Ja. Das ist wirklich kannst, gut gemacht. Kannst dich auch mit anschleichen. Ich würde sagen, jeder nimmt sich mal eine. Gehe ich mal auf diesen Vogel drauf. Fahren wir mal in die Anlage. Wirklich gut verarbeitet, so auch die Lackierung, muss man sagen. Ja, da hapert das ja auch bei vielen dran. Ja. Die Lackierung, die ist auch wirklich gut geworden. Sag mal. Irgendwie stehst du ein bisschen höher. Ne? Ja. Das sieht von außen, wenn wir beide fahren, so wie so Dinosaurier aus hier. Ja. So, fahr du mal vor. Oh, ich glaube, meine läuft schneller. Ne? Ja, irgendwie. Ja, wenn man jetzt weiter wegfahren würde, würde man natürlich die am Träger eben anbauen. Ne? Ja, Logo. Ich komme. Also, du ziehst mir ja so weg, ne? Ja, die ist schneller, ne? Normal hieß es ja, dass wenn die oben ist, nur langsamer ist. Vielleicht ist da auch irgendwie in der Software was falsch oder wie das da gelöst ist. Ja, hier haben wir schon geschnitten. Wir wollen da nur mal eben zu demonstrieren hinfahren. Ich fahr schon mal hin, ne? Ja, fahr mal da hin. Fahr du mal, dass du rechts vorne Brebern bist und nicht links. Alles klar. So, wir haben hier auch die beste Einsatzsituation. Es ist richtig schön nass hier. Dann wollen wir hier mal in die Matsche rein. So, und ich kann mich jetzt halt hier noch aufschieben. Ich habe diese Option hier nur an dieser, dass ich diesen hochnehme und dann kann ich das rüberstellen. Das sind die Funktionen hier, also das ist ein fester Aufbau. Die Höhe reicht jetzt hier auch aus zum Schneiden. Er möchte jetzt mal ganz nach oben.
Das reicht natürlich vollkommen aus, ne? Das reicht vollkommen aus. Dann bist du ja über Bäume. Das ist so. Und wenn ich mal ein bisschen rüberkommen soll, dann geht das auch so. Ja. Ja, und Spuren haben wir jetzt auch nicht großartig gemacht. Bei dir sieht das ja auch formschön aus mit den Zwillingsrädern. Ja, ne? Können wir mal eben hinfilmen. Wie gesagt, Leute, es ist hier richtig nass. Also du willst eigentlich jetzt gar nicht im Hof fahren. Ey, wir haben fast 60 Liter Regen gehabt. Da willst du jetzt hier nicht rumschmieren. Aber wenn Papa jetzt gleich eben unten ist und wir fahren mal, du hörst nichts. Ich fahre nämlich jetzt auch. Ja, wir können ganz normal erzählen, ne? Ja, das kannst ist hier deinen Turn so. Machen. Scheiß Wind haben wir jetzt leider mit drauf, aber das nützt ja nichts. Aber was man eben sagen muss, es ist stufenlos. Du kannst deine Arbeitsgeschwindigkeit sauber einstellen. Ja. Du siehst das ja unten auch. Deine Räder bleiben jetzt ja auch noch sauber. Wenn das richtig nass ist, ist das manchmal noch besser, als wenn das so backt. Ne? Ja, das kennen wir vom Check auch. Ja. Aber es ist ganz schön windig hier. Da fahren wir ruhig ein bisschen flotter da. Guck mal, die Spur, da war ja sowieso eine Spur schon drin. Das ist nicht doll geworden. So, jetzt fängt das wieder zu regnen an. Mach noch mal eben deinen Ausschub. Ja, so stehen wir dann hier. Der geht noch weiter, ne? Der geht noch weiter. Also hier so, ganz genau. Ich kann auch so fahren. Und da würden wir uns halt wünschen, wenn man oft verstellen muss, hier bei dieser Anlage muss man das jetzt nicht, aber bei den Älteren, die wir da sehen, dass es hydraulisch ist. Weil dann geht es zu schwergängig auf Dauer. Du würdest ja so stehen. Und wenn du es wirklich mal möchtest, kannst du auch noch so weit, wenn du jetzt gerne mal hier um den Baum gucken möchtest. Ganz genau, also. Und das ist schon eine geile Sache hier. Wieder zurückholen. Und das leise fahren. Du kannst ja noch mal ein bisschen fahren, dass wir das noch mal sehen. Ja, und das ist das, was mich hier ansprach. Klar, wenn ich in diesem Bereich bin, komme ich da gut hin. Kann das eben einstellen. Kannst du bitte hierher sprechen? Wenn ich jetzt in so einer Breite bin, dann komme ich da natürlich gut hin hier zu dem Kasten. Aber was mich hier auch sagte, schön wäre, wenn er auf dieser Breite zum Verstellen wäre. Ja. Du fährst ja auch mal alleine und dann musst du nicht immer wieder umgreifen, ne? Ja. Ja, dann fahr mal raus, das wollen wir auch mal eben sehen. Mit der Panzerlenkung. Wir fahren mal eben zurück. Kannst du da jetzt auch so ein bisschen rum? Ja, und das ist das, was wir jetzt sagten. Dadurch, dass es jetzt so nass ist, kriegst du da deine Probleme. Ne? Wenn du lenkst, wenn du geradeaus fährst, hast du null Probleme. Aber wenn du das Lenken anfängst, dann gräbt sie sich selber ein. Ne? Und da wäre eine Kette, glaube ich, wie du sagtest, echt im Vorteil, ne? Ja. Oder du fährst halt nur bei trockener Witterung. Das ist meine Anregung, ne? Das ist so. Es ist jetzt bei unseren Bühnen, auch beim Pluco-Truck, der macht da jetzt auch eine kleine Spur. Ja, ja. Also das ist bei jeder Bühne so. Nass und ja. Die Witterung wird ja auch wieder anders, aber du kannst ja auch mit diesen Bühnen, ich sag mal, im Jahr zu 80% immer fahren. Ja. Die laufen ja auch über, die haben ja nicht so ein starkes Kampfgewicht. Das finde ich ja schon schön an den Bühnen, die jetzt so auf den Markt gekommen sind, dass wir nicht zu schwer sind. Ja. Na, wir wollen ja nun nicht, dass das so aussieht, als wenn wir da mit dem Panzer durch. Ja, wenn wir mal sagen, mit unseren alten Bühnen, hinterm Trecker, da hast du eine richtige Spur hingelegt. Also dann war das hier noch gar nichts, ne? Ja. Das ist einfach so. Und wenn du denn noch pflückst damit, ja. Nee, wirklich ein schönes Gerät, auch technisch gut umgesetzt. Und ich denke, es gibt viele Bereiche, wo man das einsetzen kann. Wir in unserem Betrieb könnten es jetzt nicht einsetzen. Wir würden uns natürlich auch wünschen, so einen Elektromotor oder diese Bühne nochmal neu auflegen, dass man auch so Förderbänder hätte. Das könnten die ja, die Firma könnte es vielleicht ja auch umsetzen, dass du auch so ein Pflücksystem dran hast, die vielleicht ganz anders aussieht, aber auch akkubetrieben. Ne? Ja, ja. Dass der Anhänger dahinter läuft und da ja. Füllt. Der Füller. Alles ein bisschen anders dimensioniert. So. Wie sie an, also die Umsetzung ist wirklich schon gut. Ja. Und es ist bei jedem Produkt so. Ich könnte jetzt auch bei unserer Bühne was erzählen, was uns ein bisschen stört. Ja, du findest irgendwas ist immer. Und mal ganz ehrlich, wir wollen ja wirklich nicht mehr so wie früher, wie ich in der Lehre war. Da haben wir ja jeden Baum mit der Hand. Da hättest du dir so eine Bühne, das war schon, du noch von träumen können, ne? Highlight. Also wie wir die erste Bühne gekriegt haben, was du so fertig kriegen kannst am Tag.
Ja. Hast du jetzt ältere Anlagen, kann das mal einen halben Hektar. Aber so ein Hektar ist doch kein Problem. Den schneidest du. Ja. Haben wir neulich auch. Mit, ging doch wunderbar. Also ich finde dieses leise, dieser Akkubetrieb, ja, das, Bombe, ne? Was wir vom Gabelstapler kennen, das ist natürlich feinfühlig und alles. Das ist schön, ist das. Besser kann es gar nicht sein. Das ist schon mal klasse. Ja, Leute, in diesem Sinne, wir fahren sie wieder in eine Scheune. Die funktioniert echt wirklich gut, dieses Feinfühlige hier mit dem Joystick auch. Wenn du den bedienst, das geht wirklich richtig gut. Ja, was eben auch schön ist, dass wir hier an der Seite eine schöne Akkuanzeige haben. Wenn die ins Rötliche geht, müssen wir sehen, dass wir Heimat kommen. Ja, oder du holst sie mit dem Träger weg, ne? Oder du holst sie eben mit dem Träger weg. So, machen jetzt nochmal die Abmoderation hier. Ja, das war die Bühnenvorstellung von Sven und Paul, die beiden ATI-Bühnen. Muss man jetzt auch nochmal eben sagen, die ganze Erklärung haben wir mit Sven zusammen gemacht. Dann guckt euch einfach den ersten Teil mal an. Ja, das hat auch wirklich super geklappt, ja, mit Sven. So, können wir ganz gerne toll wieder machen. Auch, dass die Bühnen hier gebracht wurden und alles, das hat echt super geklappt. Doch, muss man und wirklich sagen. Und wie gesagt, also wollten wir eben schon, aber da war das so windig. Obstbautage könnt ihr die Bühnen sehen, auf dem Stand bei Paul und Sven da im Zelt, denke ich mal. Oder ob die draußen stehen, wie das aufgebaut ist, wissen wir ja nicht. Aber ja, da sollen sie mit hin. Ich denke, da kommen sie jetzt auch als nächstes hin. Ja, kannst deine Erbsensuppe da oben drauf essen mal. Und ja. Genau. Nee. Und wie gesagt, also wir wollten jetzt hier nicht schlecht reden. Das sind einfach nur so Verbesserungsvorschläge gewesen, die wir so in der Praxis für uns, ja, wie soll man sagen. Also ja, die wir uns so vorstellen, wo wir Wünsche, Äußerungen. Ist einfach so. Also genial ist das mit dem Fahren, dass es so leise ist. Das fand ich richtig geil. Ja, das ist ja ein gutes Beispiel, was du jetzt sagst. Fahr mit einem E-Stapler, du musst irgendwo genau fahren oder so. Oder nimm unseren Diesel. Oder nimm den Diesel. Dann brummt um. Ja, ne? Ist wirklich so. Ist einfach so. Und so muss jeder wissen, was muss die Maschine können, was muss ich haben. Und ja, ja, ist eine tolle Sache. Ganz genau. In diesem Sinne. Obstbautage könnt ihr euch das Ding mal angucken. Wir sehen uns. Sehen wir uns, alles klar. Ciao. Ciao.